Lass uns mal so auf heute kommen. Du hast gesagt, es war wichtig, dann damit einmal abzuschließen. Du hast das, was alles in den Zeitungen stand. Du warst im Gefängnis sogar richtig lange, 28 Monate hast du das erlebt, ja, was in Gefängnissen so abgeht. Hat dich das geprägt irgendwie oder bist du da einfach rein und hast gedacht, stehe ich durch und raus? Oder war das eine echte Veränderung? Na, was heißt prägen? Ich meine, es gehört einfach dazu. Ich bin weder der Chaot noch der Troublemaker, wie die Leute so schön sagen. Ich glaube, es gibt einfach zu wenig Leute, die überhaupt noch irgendwo mein Rückgrat haben. Oder ich bin auch ein Mensch, der andere achtet und im Gegenteil, ich achte andere mehr. Also wirklich, ich bin ein sehr toleranter Mensch und ich bin auch nicht selbstgefällig oder gehe irgendwie mit Vorurteilen auf einen zu. Das versuche ich mir immer wieder auch einzureden, was man natürlich gerne mal macht und sage, ja, der sieht so aus. Nee, gar nicht, aber das ist, du bist eigentlich schüchtern, hast du mal gesagt. Ja, ich bin eigentlich sehr sensibel und das war halt einfach so ein Schutz auch, weil ich meine, diese Branche ist wahnsinnig hart. Du wirst benutzt und weggeschmissen, so auf gut Deutsch. Du lernst Freundschaft, du hast Freundschaften und hast, jetzt habe ich gerade in Tunesien 4 Wochen gedreht mit tollen Leuten international. Wahrscheinlich werde ich die Leute nie wiedersehen oder eventuell vielleicht in 10 Jahren. Du bist ja ganz schnell da eingestiegen. War das zu schnell, so mit 15 schon Film? Und dann hast du ein markantes Gesicht und rötliche Haare, da erkennt man die Leute schnell wieder. Ging das zu schnell ab, alles für dich? Ich meine, es ist natürlich wahnsinnig schnell, das Ganze. Du musst immer von 0 auf 100. Mhm. Ist klar, und damit muss man lernen, umzugehen. Aber haben ja viele Leute, um das mal offen zu sagen, gerade in diesem Job mit Drogen, die dann sagen, so die ganze Zeit der Kick und man ist bekannt und dann geht's wieder runter, weil man gerade nichts zu tun hat. Ist das, kannst du den Leuten was sagen dazu? Ja, ich meine, grundsätzlich, wie soll ich sagen, diese Drogen bei mir, ich kann das bloß von mir aus sagen, bei mir, ich bin jetzt nicht dieser klassische Drogenmensch oder auch nicht dieser Troublemaker. Ich bin eigentlich der Mensch, der Sachen ausprobiert und wenn sie ihm nichts bringen, lasse ich sie. Mhm. Und so habe ich das in den 70er Jahren gemacht, mit was rauchen, dann hat man ein bisschen LSD genommen und hat man auch mal härtere Sachen probiert und das habe ich aber gleich wieder abgelegt, weil ich einfach gemerkt habe, das ist eine tolle Welt, aber es ist eine künstliche Welt und also mich hat sie halt, ich bin eh schon so aufgeregt, so hyper. Also ich bin gleich paranoid geworden, deswegen ist es für mich eigentlich gar nichts. Das Einzige, was ich eigentlich sagen kann, ist Mineralwasser und hin und wieder mal ein bisschen Gras rauchen, also nicht beim Autofahren. Aber das ist das Einzige, was man eventuell als Droge, finde ich, machen kann, weil das andere ist... Wir bleiben in dieser Sendung jetzt mal beim Mineralwasser. Dustin, was liebst du an deinem Vater am meisten? Was liebe ich an ihm am meisten? Ich liebe ihn am meisten, wenn er Auto fährt. Da habt ihr beide so ein bisschen dieselbe Leidenschaft, oder? Ja, ich finde auch Autofahren. Ich fahre gerne Auto. Wieso nicht? Überhaupt so Go-Kart fahre ich gerne. Das Ich wollte gerade sagen, du darfst doch noch gar nicht, oder? Ja, ja. USA hat er. Achso, ich verstehe. Ja. Der witterte dir gleich was Illegales. Ich habe gelesen, du kriegst dein Auto. Einen großen Alpha. Ja, hoffen wir es. Ne? Seinen alten Wagen. Den sieht so aus, wie stehen die Chancen? Na, wenn er jetzt Praktikum macht und jetzt beruflich sich weiterorientiert, dann kriegt er alles Auto. Natürlich auch an gewisse Bedingungen, klar, gebunden, ist klar. Es soll jetzt auch mal was werden und er muss jetzt einfach ein bisschen Gas geben. Was sind die Bedingungen? Ja, dass ich was mache. Dass ich nicht nur zu Hause rumsitze oder so. Dass ich auch will, dass ich so zu ihm komme und mache das und das für mich. Mhm. Und dass ich ihn ein bisschen im Arsch trete vielleicht. Mhm. Und das verlangt er. Du hast auch noch eine Tochter. Mhm. Mit einer anderen Frau allerdings. 8-jährige Tochter. Ja. Und da fliegst du da auch immer hin und her, oder? Ja, die kommt manchmal her und fahr meistens zu ihr hin. Und er kennt sie auch. Ja. Und ne, es ist eine sehr süße. Und die ist eigentlich, die ist ein bisschen leichtfüßig. Also die macht da Ballett, ist in der Bosl-Stiftung, tanzt und so. Ist eigentlich eine sehr süße und die zwei mögen sich. Obwohl, es sind natürlich zwei verschiedene Frauen, aber ist egal. Du bist Mütter, so richtig zwei tolle Mütter. Zwei tolle Mütter habe ich übrigens. Du bist ein stolzer Vater, ne? Ja, klar bin ich stolz. Also ich meine, es ist ja ein hartes Stück Arbeit. Obwohl, ich bin der Freizeitvater, klar. Das ist für mich nicht so einfach, aber
ich versuche trotzdem, naja, ich meine, wenigstens den Schotter nach Hause zu bringen und das Gefühl meinen Kindern zu geben, wenn es drauf ankommt, dass sie mich haben, dass sie zu mir kommen können. Sie können mich jederzeit anrufen und wir sehen uns ja regelmäßig, oder? Ja, ja. Es ist halt nicht ganz so einfach. Aber wir sehen uns relativ oft. Doch. Wir waren jetzt 4 Wochen in den USA, sind durch die. Was du jetzt? Ja, ja. Also von Miami bis Los Angeles, so einmal quer durchs Land. Alles Mögliche gesehen, was zu sehen ist. Martin Semmelrogge, böses Image haben wir schon besprochen. Troublemaker hat der eine gesagt. Du sagst, du bist gar nicht so. Dies mit dem. Ich bin schon so, wenn es drauf ankommt, aber nicht einfach grundsätzlich Troublemaker bin ich nicht. Wann ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Na, wenn man gewisse Sachen durchsetzen muss, also zum Beispiel, wenn ein gutes Drehbuch da sein sollte und es wird ein Kompromiss gemacht oder wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, was ich denke, das geht so nicht, wenn die Leute zu mir sagen zum Beispiel, das geht nicht. Für mich gibt's nicht, das geht nicht. Für mich gibt's alles, grundsätzlich. Das heißt ja nicht, dass man jemanden totschießen muss. Aber man kann ja mit ein bisschen Köpfchen, ein bisschen Willen und ein bisschen spielerischer Leichtigkeit kann man viel erreichen. Und dann heißt es halt, das ist der Troublemaker. Ja, die meinen ja schon auch so ein bisschen diese ganzen, du hast vergessen, ja, dass du nicht besoffen fahren darfst, Geschichten und sowas. Na gut, besoffen, und mir das letzte Mal besoffen gefahren, glaube ich, vor 20 Jahren. Es bist also, dann irgendwann leid, oder? Ja, dass das dann immer wieder so kommt? Das war 20 Jahre, ja. Und das ist auch nicht gut. Was hast du für ein Gefühl, wenn du heute einen Polizisten triffst? Zuckt das immer noch oder machst du einen Bogen? Nee, ich meine, wir leben im Staat, wir brauchen Gesetze. Was ich an den Gesetzen hasse, ist, dass die Gesetze manchmal sollte man sensibler anwenden. Es geht nicht an, dass Jugendliche zu Mördern in den Knast kommen. Oder man müsste einfach gewisse Sachen. Manchmal denke ich, die Politiker sind bloß Strohmänner und das für die Wirtschaft, für die Banken. Und hier gibt's, da gehen Milliarden rein an hier die ganzen Drogen, was überall verkauft wird. Mhm. Und da werden irgendwelche kleinen Leute, und da ist natürlich auch der Semmelrogge charakterlich natürlich ein schwacher Persönlichkeit. Aber ich denke mir bloß, wahrscheinlich bloß, weil ich Semmelrogge heiße. Weil ich werde oft angezeigt, obwohl ich gar nichts mache. Mhm. Bloß weil ich in ein Auto steige oder weil ich tanke. Vielleicht weil ich ein Auto habe, was weiß ich nicht, ist egal. Und das heißt, deswegen ist man charakterlich schwach, weiß ich nicht. Was hast du denn jetzt für ein Auto? Ich fahre Alpha. Ah, immer noch den du jetzt verschenken willst? Mhm. Du hast aber immer so alles, was schnell war, ne? Schnell ist schon... Ja, alles richtig. Möglich. Bloß ich fahre seit 74 Alpha. Und fahre natürlich auch mal Leihwagen von Mercedes über alles, so was Spaß macht, über SL natürlich, klar. Ich habe Mustang, einen schönen mit 350 PS und 3 Harleys und eine Rennmaschine, eine Honda, Firestorm. Du bist so ein bisschen der ewige Junge, oder? Immer wieder Frauengeschichten, schöne Frauen, schnelle Autos. Ich hab eigentlich immer regelmäßig neue Freundinnen, nein. ich hab eine nette Freundin, aber... Wir lassen uns unsere Freiheit. Also, aber das hast du bei denen davor auch immer gesagt, in jedem Zeitungsartikel, oder? Ja, das kann man ja auch nie so sagen. Ich meine, du kannst ja nicht sagen, das ist forever oder was. Man muss dran arbeiten, man muss Spaß dran haben. Und ich habe eine nette Freundin, ich habe eine nette Managerin, ich habe einen netten Sohn, ich habe 2 nette Mütter. Also ist alles okay. Und es ist nicht so, dass ich jetzt jedem Huhn hinterherlaufe. Aber schauen darf man ja mal. Wie sind die Frauen, bei denen du schaust? Ja, mein Gott. Groß, groß und lang. Genau wie ich. Also es gibt da keinen bestimmten Typen? Nee, die muss einfach Ausstrahlung haben. Das denn, stimmt das? Ja, ja. Ja, schon. Ja, weiß ich nicht. Doch, wenn die Frau gut aussieht, dann guckt man auch hinterher, oder nicht? Mögt ihr denselben Frauentyp so? Ja, ich stehe so auf Dunkelhaare eigentlich, nicht so auf blonden Typ. Mhm. Dunkelhaarige finde ich schön. Ja, werden sich die Dunkelhaare jetzt freuen, weil ja so Italienerin oder so. Mehr so südländisch. Ja, okay. Ja. Da kriegst du Tipps von ihm da? Ja, schon, aber ich mache das für mich selber. Ja, also, da brauche ich keine Tipps von ihm da. Okay, was für Tipps würdest du so geben? Was für Tipps? Ich habe das gelesen. Du gibst das den Tipps, was das Anbaggern der Frauen angeht. Na, er soll sie nicht verrückt machen lassen von den Frauen. Er soll sie lieber verrückt machen. Soll den cool machen. Und er soll ein bisschen mit dem Sex safe machen. Safe, ein bisschen langsamer. Wenn er sie noch nicht genau kennt, einfach ein bisschen vorsichtig sein. Das ist wichtig, würde ich jedem sagen.
Okay, klingt also jetzt so ein bisschen zurückhaltender. Es gibt auch den Martin Semmelrogge, der, das war ja, ich meine, ich weiß nicht. Du kannst gleich was sagen, okay? Der im letzten Sommer nicht ganz so zurückhaltend war gegenüber den Damen, da war nämlich ein bisschen wütend. Es gab einen Prozess und der war natürlich auch Thema bei uns, bei Berlin Aktuell. Gut gelaunt, aber 25 Minuten zu spät erschien Semmelrogge heute zu seinem Gerichtsverfahren. Grund seines Erscheins? Grobe sexuelle Beleidigung zweier Frauen. Herr Semmelrogge wollte bei uns am Firmenreisedienstschalter am Flughafen ein Ticket abholen. Jeder Kunde muss sich ausweisen, egal ob ein Schauspieler oder ganz normaler Firmenkunde. Er konnte sich nicht ausweisen. Daraufhin wollte er meine Chefin sprechen, weil ich ihm sein Ticket nicht rausgeben wollte. Meine Chefin hat ihn auch nicht erkannt. Daraufhin war er nun sehr erbost und guckte uns beide nur an und sagte dann halt, na, ihr seid wohl beide schlecht gefickt worden. Das ließen die Damen nicht auf sich sitzen und erstatteten Anzeige. Das Urteil der Richterin für diesen beleidigenden Satz, 4000 Mark Geldstrafe. Semmelrogge, der sich für sein Fehlverhalten entschuldigte, nahm Justitias Entscheidung gelassen. Ja, ich meine, es war, was soll ich sagen? Das war ein doofer Spruch, er ist ja teuer. Teuer. Also für alle anderen, wie soll ich, reißt euch zusammen. Was machen Sie beim nächsten Mal in so einer Situation? Also ich habe die Situation schon tausendmal erlebt und meistens bin ich immer sehr cool bei sowas. Ich war bloß wirklich sehr in der Hektik. Ich habe den Flug fast verpasst und somit die Show. Und naja, ist mir halt rausgerutscht, wie gesagt, das war's. Überlegen Sie jetzt für das nächste Mal andere Sprüche? Ja, das nächste Mal sage ich wahrscheinlich dann dumme Kuh oder irgendwas. Also so richtig selbstkritisch hat das ja nicht gewirkt, ne? Ja, ich meine, was soll man darüber sagen, das ist Showgeschäft und das haben sie halt einfach vermarktet. Ich Aber mein, für ich einen charmanten Mann ist das schon ja auch ein Scheißspruch, oder? Ich meine, da ist mir halt einfach rausgerutscht. Ich habe mich dafür entschuldigt und habe den Damen Blumen gebracht. Aber ich wurde ein bisschen provoziert. Jeder kannte mich da und na gut, ist halt so rausgerutscht. Dafür habe ich 4000 Mark bezahlt. Hast du dich geärgert, dass die dich nicht kannten oder dass sie gesagt haben, die kannten dich nicht? Die kannten mich alle. Die wollten bloß meinen Ausweis haben und den habe ich nicht dabei gehabt. Da habe ich meine FDL-Karte, Frequent Traveler-Karte gehabt. Haben sie nicht akzeptiert. Dann habe ich halt fast den Flug verpasst, aber darum geht es gar nicht. Wenn ich zusammengeschlagen werde, irgendwie eins auf die Schnauze kriege, dann wird es eingestellt wegen Geringfügigkeit. Mhm. Aber wenn ich irgendwie mal sowas mache, also Kollegen haben gesagt, bessere Promotion kannst du für 4000 Mark nicht haben. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, das war in drei Tage war ich in drei führenden Tageszeitungen, das Gossip-Zeug sowieso dabei. Da war Frankfurt, Süddeutsche, überall war man drin. Ich meine, gibt es nichts Wichtigeres als, ich weiß es nicht, auf der Welt. Da frage ich mich manchmal, ob es andere Missstände gibt. Ja. Was die aber alle schreiben, ist, der Semmelrogge ist gut. Die finden dich schon alle gut als Schauspieler. Ja, ich meine, ich gebe mir Mühe. Ich meine, ich versuche gute Rollen zu spielen, ich versuche gute Bücher zu spielen. Wenn die Bücher schwächer sind, versuche ich mich noch mehr anzustrengen.